Die Bayern, Lederhosen, Fototermin und wieder fällt die Wiesn aus. Ja, das Bier haben wir ja da. Grundsätzlich kann man ja das Bier auch ohne Wiesn genießen. Aber es fällt schwer. Ich war immer sehr gern auf der Wiesn. Es ist immer ein schöner Anlass, sich mit Freunden zu treffen, ein gutes Bier zu trinken und ein bisschen zu feiern. Von dem her fehlt sie sehr. Doch im Fokus ein großes Ziel. Für mich ist ganz wichtig, dass wir diesen 10. Titel in Folge unbedingt einfahren. Das hat noch keine Vereinsmannschaft in Europa in den Top 5 Ligen geschafft. Der Trainer, jung, cool, präzise bei seinem ersten Auftritt. Sehr professionell und erfahren. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie nervös gewesen ist. Oder ich denke, dass er sehr überzeugt ist auch von dem, was er mit uns macht. Natürlich war ich auch ein bisschen nervös, das war ich jetzt vor jeder Mannschaft, das war bei Bayern natürlich nicht anders. Ich glaube, es gehört auch dazu, um die nötige Spannung zu haben, aber die Jungs sind alle ja, unglaublich sympathisch und haben ja, das ganze Trainerteam gut aufgenommen. Von dem her war die Nervosität auch bei der ersten Ansprache relativ schnell weg. Neuer ist älter als sein Trainer. Wir duzen uns, aber haben natürlich sehr viel Respekt voneinander. Und Müller setzt die Nagelsmann-Ideen um. Das ist ein bisschen eine Überinterpretation. Also ich sehe mich jetzt nicht als Co-Trainer auf dem Feld. Der Jubel im Moment nur für das Foto. Ja, die Handschrift ist jetzt noch nicht so extrem da. Aber es wäre auch blöd, wenn wir jetzt schon alles könnten, dann hätten wir gar nichts mehr zu tun. Ein Prost auf Kimmichs neuen Vertrag. Und schon mal üben für die 10. Meisterschaft in Folge.